Hallo lieber Tieftonliebhaber, in diesem Groove ging es mir anfangs vor allem um dieses kleine Lick. Mir ist beim Jam nämlich aufgefallen, dass ich gar nicht alle Noten anschlage, sondern mit Hammer-Ons und Pull-Offs spiele. Warum ich das mache? Ich könnte natürlich auch alle Noten anschlagen, das würde dann so klingen. Ich denke, es kommt mit den Hammer-Ons und den Pull-Offs einfach flüssiger aus meinen Fingern. Also Spielkomfort ist der Grund. Naja, und vielleicht doch auch Sound, denn wenn ich das Lick mal singe oder mir innerlich vorstelle, dann klingt es eher so. Und nicht so. Tja, keine Ahnung, schwierige Entscheidung, denn je mehr ich spiele und übe, desto besser finde ich es eigentlich. Aber ich glaube, es kommt durch die Spieltechnik. Denn ich habe diesen Groove am Anfang abgedämpft gespielt. Ja, und dann lässt sich das nicht so gut spielen. Tja, schwierige Entscheidung, denn je mehr ich spiele und übe, desto besser klingt's eigentlich. Je mehr ich spiele, desto besser gefällt es mir. Dann bleibt dran, ich spiele am Ende des Videos einfach nochmal den Groove mit gezupften Noten. Mit den Hammer-Ons und Pull-Offs spiele ich diese Triole auf dem Fis und dem G auf der D-Seite. Und dann schlage ich das E und das D auf der A-Seite an. Und das Witzige ist, dass ich das E, was danach kommt, also das E auf der 9-1, nicht spiele oder nicht anschlage, sondern mit Hammer-On spiele. Keine Ahnung warum. Logischer wäre eigentlich, ich würde die beiden E's spielen und das D als Hammer-On. Ist ja schließlich der Downbeat und sollte eine kräftige Note haben. Aber keine Ahnung, ich spiele es eben anders und da dachte ich mir, tja, witzig, denn genau das, genau diese kleinen Feinheiten und feinen Details, die sorgen dafür, dass du deine eigene Stimme findest, deinen eigenen Sound, deine eigene Spielweise findest. Für mich spielt sich dieses Lick einfach super flüssig, wenn ich nicht darüber nachdenke, wie ich spiele, sondern einfach drauf losspiele. Und das bedeutet nicht, dass eine andere Spielweise nicht auch gut oder vielleicht sogar besser ist. Aber deine Finger suchen sich immer intuitiv den einfachsten, den ergonomischsten Weg. Aber vertraue deiner Intuition, denn so entwickelst du deine eigene Stimme auf deinem Instrument. Und da wollen wir als Musiker natürlich hin. Den eigenen Sound, den eigenen Stil finden. Wichtig ist dabei nur, dass du deine eigene intuitive Spieltechnik nicht als Entschuldigung nimmst, etwas nicht üben zu müssen. Hör immer mit kritischem Ohr hin. Hauptsache, es klingt gut. Okay, ich habe dann mal geschaut, ob ich es in allen Spieltechniken gleich spiele. Denn meine erste Version, wie schon gesagt, habe ich abgedämpft mit Daumen und Zeigefinger gespielt. Und ja, wenn ich es normal spiele mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger, dann spiele ich es im Grunde genauso. Und das Witzige ist, dass ich dann die Dead Notes auch genauso umsetze. Tja, ich höre diesen Groove eben genauso, egal wie ich ihn spiele. Für die Dead Notes im abgedämpften Spiel nehme ich den Zeigefinger und den Daumen. Beim Spielen mit Fingern benutze ich die Durchrutschtechnik, um die Dead Notes zu spielen.
Und beim Slappen spiele ich diese Dead Notes auch, mit Slaps und Pops. Noch eine kleine letzte Anmerkung zum eigentlichen Lick. Achte auf eine gleichmäßige Triole. Denn wenn du eine Triole nicht sauber spielst, dann wird sie rhythmisch anders. Und das geht zwar auch, aber dann musst du es auch wirklich anders spielen. Denn du kannst dieses Lick auch mit einer 16. und 2 32. spielen. Die Triole klingt so und das andere klingt so. Du hörst den Unterschied, oder? Also unterscheide diese beiden rhythmischen Figuren gut voneinander und üb vielleicht einfach beide mal bewusst. Dann wirst du rhythmisch fitter. Das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Groove und dem kleinen Lick. Ich hoffe, dir hat dieses Video wieder gefallen. Drück dann bitte den Gefällt mir-Knopf und abonniere auch einfach meinen YouTube-Kanal und schalte die kleine Benachrichtigungsglocke an, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.